Du bist ein Monster. Monster. Und du weißt, was du willst, nämlich den großen Erzdrachentöter in deiner Chinin-Chitin-Panzerschale. Alter, ihr seid ja wohl albern, ja? Macht euch doch nicht selbst lächerlich. Ich meine, wir würden ja vorbeilaufen. Nee, würden wir nicht. Auch wenn ihr uns nicht androhen würdet, würden wir nicht vorbeilaufen. Ich würde euch ja doch umnieten. Nice. Noch ein Skelett hier. Ist ja, ich meine, das sind ja schöne Erfahrungspunkte, ne? So, darf man ja. Den Wald haben wir scheinbar noch gar nicht geklärt hier. Dann sollten wir hier auf jeden Fall noch ein, zwei Wege laufen. Dunkelpilz. Oh, und da ist die nächste Stufe. Geilomat. Das sind natürlich Lernpunkte, die wir jetzt bekommen, die wir natürlich sofort investieren in, müssen wir den Schwertkampf eigentlich noch? Ah, den haben wir 100%. Die natürlich sofort investieren in Armbrust. Ja, also ziemlich coole Sache. Juhu! Da ist ein Ork-Elite. Aber der ist sicherlich allein. Hoffentlich. Jawohl. Kommst du her? Bams, bams, bams. Kadoing! Da ist der Ork-Elite tot. Da ist der Ork-Elite tot. Nee, 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 nee. Ein Warg. Boah, zwei Schläge. Was soll man davon halten? Oh, ein paar Zombies. Und vielleicht finden wir da noch ein wertvolles Kraut. Das wäre schön. Na. Na, also ist ja. Ausweichen gibt's ja hier wohl nicht. So. Friss Stahl, Untoter. Ist ja wohl das Mindeste. Oh, oh. Ach, ein Skeletti. Und noch ein Skeletti. He-Man! So. Tot ist er. Was soll man da sagen? Außer, tot ist er. Mal gucken, vielleicht gibt es hier noch ein bisschen... Oh, da sind noch mehr Tierchen. Das ist schön. Ich freue mich immer, wenn Monsterchen auf dem Weg warten. Und vor allem welche, die einem auch noch richtig gut zuspielen, indem sie einem noch Geld vermehren, weil sie ja als Fellhaber... Oh, oh. Oh, oh. Nicht durch die Welt fallen. Nicht durch die Welt fallen. Unser Held kann gegen alles gewinnen, nur nicht gegen Bugs. Ein Bug ist sozusagen der Zorn Gottes. Zwei weiße Mana, zwei farblose Mana. So. Oh, und noch mehr. Die nehmen wir mal mit dem Bolzen aufs Korn. Na komm schon. So. Und du, Warg. Na, was hier? Ach, habe ich doch richtig gehört. Noch ein Orki. So ein Mann wie uns müsste man haben beim Krieg gegen die Orks, ne? Das, würde auf jeden Fall wahrscheinlich den Krieg, aber gut, wir sind ja nicht der Einzige, der hier so dick auf die Kacke hauen kann. Aber auf der Insel sind wir mittlerweile schon eher so eine Nummer, ne? Schon so eine Nummer. So, wir hatten die Brennerei schon gefunden, dadurch, dass wir, ja, die ganzen Höhlen durchsucht haben. So ganz genau weiß ich gerade nicht mehr, wo... Wie der Held hier einfach durchrennt und alles niedermetzelt. So ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr. Oh, ein Warg. Ich meine, das sind tausende von Erfahrungspunkten, die wir jetzt gerade noch kriegen. Da ist nichts zu holen. Ah. Das nächste Level dauert zwar noch ein bisschen, aber Level 44 ist schon eher so ein starker Held. So, hinter... Oha. Hinterm Wald, meinte er, ja. Vielleicht hier drin. Das sieht mir gut aus. Das könnte der Punkt sein. Dämpfe. Tote. Bolzen. Kanonen. Wagen. Höhlen? Höhlen. Dann müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz auf die Karte gucken. Oh, ich krieg gerade voll das Kribbeln in der Nase. Ist nicht schön. Kannst ja keinem erzählen. So, gucken wir mal auf die Karte. Es müsste ja immer noch die Karte sein mit den verzeichneten Höhlen.
Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, das ist die Höhle. Oder ganz links ist die Höhle. Ich gehe einfach mal geradeaus. Weil die andere Höhle ist die, die es oben gibt beim Steinkreis. Die ist es auf jeden Fall nicht. Insofern. Und die am Leuchtturm ist, glaube ich, die Höhle des Schattenläufers. Insofern, glaube ich, sind wir wirklich ganz gut. Nur wir müssten, glaube ich, nach rechts oben. Habe ich da gerade ein Bellen gehört? Nutz mal ganz kurz den Monster-Scanner. Piep, 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 piep. Kein Monster in Sicht. Das finde ich nicht schön. So. Höhle. Ah, oben kommt man jetzt nicht so einfach ruf, ne? Mensch, wo ist denn diese blöde Schnapsbrennerei? Die wird doch nicht... Die ist doch... Die ist doch... Das ist doch jetzt... Also, das ist doch diese Höhle da. Aber da... Ich speichere erstmal ab. Wie kommen wir denn nach da oben hier? Ey, jetzt finden wir diese blöde Schnapsbrennerei nicht wieder. Wir haben die doch schon gefunden gehabt. Die andere Höhle ist die Höhle des Schattenläufers. Ganz definitiv. Und das, die, das eine da ist die Höhle der Banditen. Ganz links ist die Höhle des Schattenläufers. Das muss diese Höhle hier sein. Oder ist... Nee, nee, wartet mal. Das könnte ja die Höhle sein. Das könnte die Höhle sein, die, die wir jetzt gerade zugucken, wenn man vom Steinkreis runtergeht. Diese eine Mine. Das ist gar nicht diese Höhle. Aha, vielleicht doch da hinten. Wir gehen mal in die Richtung. Er meinte ja hinterm Wald. Und der Wald, den sind wir jetzt gerade, haben wir ja gerade durchquert. Wir werden es schon finden, macht euch keine Sorgen. Die suche ich auch immer wieder. Aber dabei kriegen wir noch ein bisschen Erfahrung. Ist ja auch was Feines. Ich finde diese, also es ist ja alles digital gemachte Musik, ne? Ist ja nichts hier. Aha. Das lohnt sich ja. Aufs Gröbste. Ist ja alles hier digital gemachte Musik, ne? Was ich ganz interessant finde, weil man denkt ja immer, das klingt ja immer so orchestral, aber das ist alles ohne Orchester aufgenommen, ne? Gothic 3 hat ein richtiges Orchester. Aber das hier ist, Alter, Junge. Alter. Zwei Ork-Krieger. Übel. So. War natürlich kein Problem. Vielleicht hat einer der Ork-Krieger sogar noch einen Heiltrank dabei. Das fände ich schön. Da hat die Maus aber ganz kurz mal wirklich rumgesponnen. Dabei ist es die Super-Duper-Ultra-Maus von Logitech, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Ja, die Marke heißt Super-Duper-Ultra-Maus. Nee, wie heißen die eigentlich? Das ist die MX518. Ist wirklich eine fantastische Maus. So. Nun komm schon. Wo ist die Höhle? Papa braucht ein neues bisschen Brandschnaps. Wow. Da geht es weit runter. Nicht für uns. Ich meine, die Höhle muss ja an einem Berg sein, ne? Soweit seid ihr wahrscheinlich auch. Aha. Das ist der Friedhof, wo wir schon mal waren. Hätte ich mir das doch bloß auf einer Karte markiert, als wir da waren. Narf. Aber gut, der dichte Wald im Osten, der muss eben auch gesäubert werden. Wenn wir es nicht machen, wer soll es denn dann machen? So, ich durchsuche jetzt einfach mal diesen Felsen hier. Ich gehe an dem Felsen einfach mal entlang und gucke, ob hier irgendwo eine Höhle drin ist. Es scheint nicht so zu sein. Okay, dann nehmen wir den nächsten Felsen. Ja. Ist sich nix Höhle. Na gut. Gucken wir uns den nächsten Felsen an. Hinterm Wald. Könnte ja auch da unten sein. Hm. Ja, gehen wir den Weg einfach mal lang. So schöne Hintergrundmusik mag ich total. Ich mag auch die ganze Stimmung, die hier herrscht.
Vielleicht finden wir sogar noch eine Goblin-Beere oder sowas. Das wäre natürlich ganz besonderes Glück. So, hier sieht schon ganz schön gruselig aus. Gucken wir mal ein bisschen in die Richtung. Oh, da waren wir noch nicht. Hey du! So. Hör mal auf, so rumzuschniefen. Ah, da oben. Ah, hinter... Oh, sogar drei Wagis. Geil. Der letzte? Oder habe ich mich... Habe ich mich verguckt? Nee, ich höre doch noch einen. Snapperkraut nehmen wir mal mit. Habe ich mir eingebildet, noch einen Wag zu hören. So, und da unten waren wir definitiv noch nicht. Ich speichere mal ganz kurz, weil ich runterspringen möchte. Könnte aber schief gehen. Juhu! Buddlerfleisch und Heilkraut. Und Keiler hier. Könnte es auch wieder. Das sieht gar nicht schlecht aus hier. Na. Toll, da geht es ja wieder nicht durch. So, komm her. Gut. Schön. Muss man kurz einen Prozess machen mit den Viechern. Die darf man gar nicht erst zum Angreifen kommen lassen. Na, wollt ihr euch ein bisschen keilen? Haha. Ich glaube nicht, Tim. So, was ist denn hier los? Sind wir schon wieder beim Hof? Ich glaub's ja nicht. Where the fuck? Wir sind schon wieder beim Hof. Mhm. Na gut. Ja, ihm, das tut mir jetzt eigentlich schon echt ein bisschen leid, weil, ja, ich wollte euch die Quest auf jeden Fall zeigen. Insofern muss ich jetzt ein bisschen diese Höhle suchen gehen. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Aber es ist halt lustig, wenn ihr die Schnapsbrennerei mal seht. Weil ich glaube, sonst haben wir so ziemlich alles uns angeguckt, was ja, die Welt so zu bieten hat. Waren wirklich an jeder Stelle mal. Ich meine, wir waren ja auch schon mal vor der Schnapsbrennerei, waren nur nicht drin. Ne? Ist ja in dem Sinne auch schon ganz gut. Ich glaube, da hinten, oder? Nee, da geht's ja hoch zum... eklige Textur. Eklige Textur voraus. Achtung! Die gucken wir uns mal genauer an. Sieht ja grausam aus. Guckt euch mal diese Wand hier an. Alter Falter. Da muss man sich schon einiges trauen, wenn man eine Wand so texturiert. So, da oben ist nämlich, guckt, das da oben ist die Höhle, wo wir schon drin waren, das ist die Mine. Da rechts. Das ist nämlich nicht unser primäres Ziel. Nein. Wenn, dann liegt unser primäres Ziel vielleicht da oben. Aber dann eben in die Richtung. Das glaube ich auch nicht. Es war hier unten irgendwo. Bernhard, Bernhard, Popernhard. Ist nicht schön, was du machst. Komm, lauf jetzt hier einfach mal. Lauf jetzt hier einfach mal an der Wand lang. Gott sei Dank, Mann. Gib's die Wand. Rechts. Hier warst du schon. Ja, ja, da hast du von Kanonenkugeln geredet. War vollkommener Quatsch, weil das sind gar keine Kanonenkugeln. Vielleicht ist die Höhle auch in diesem Berg hier. Man weiß es einfach nicht. Das ist das Problem. Die Schnapsbrennerei ist vielleicht auch gar nicht verzeichnet, was vielleicht auch ein Problem ist. Aber hier ist definitiv hinterm Wald. Eigentlich bewegen wir uns so schnell vorwärts. Sonst würde mich das ja annerven als Zuschauer. Aber wir haben ja zum Glück hier den Speed. Da hinten ist, glaube ich, schon der Leuchtturm von Jack. Ist eigentlich auch ganz gut, weil Jacks Leuchtturm wollten wir eh noch besuchen, weil wir ja noch einen Captain vielleicht heuern könnten.